Edgar den Berg runtergeschubst. Er wollte dich ins Gefängnis stecken. Komm, wir müssen verschwinden. Aber der Hubschrauber hat Lichter. Die werden uns verfolgen. Das geht mir gut. Lichter kann man ausschießen. Daneben! Wie wär's, wenn du zielst? Oh, perfekt! Unser schönes Licht! Sag schon, wie fühlt sich's an, böse zu sein? Fühlt sich cool an. Okay, Leute, checkt das mal, der neue Kid Danger. Oh yeah, das ist Hammer. Super krass, Mann. Klasse. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich böse an. Vandell wird es lieben. Oh, ja. Wow, das ist verrückt. Ich fühle mich, als wäre ich ein echter Waldog. Noch nicht, Mann. Nein, nein, nein. Wir gehen jetzt erst zum Grill. Da lassen wir Vandell entscheiden, ob du ein Waldog sein darfst. Welcher Grill? Ist ein Geheimnis. Das ist der Old Maple Grill. Halt die Klappe, Mann. Was ist los mit dir? Ich habe einen Laserstrahl ins Auge gekriegt. Er zielt mit einem Laser auf sein Auge. Das ist doch. Aber der Old Maple Grill ist doch seit Jahren verlassen. Was ab? Seit langer Zeit eingefangen. Hört auf! Lass mich sofort los, sonst werdet ihr einen Haufen Ärger bekommen. Oh nein. Yo, wer ist der Herbert? Wir haben ihn an der Straße erwischt. Der Typ hat uns ausspioniert. Ja, das stimmt. Und ich habe euch gefunden. Und sobald ihr mich gehen lasst, werde ich die Cops anrufen. Warte. Wie soll ich denn jetzt bitte die Cops anrufen? Ich glaube, dieser Herbert kann dringend ein bisschen Farbe gebrauchen. Los, es darf gesprayt werden. Ja. Okay, oh, wartet mal. Wieso lassen wir nicht unseren neuen Freund den Herbert vollsprayen? Okay. Schön von mir aus. Sag, was du kannst. Gib mir ein paar Dosen. Oh. Yeah. Ja, bitteschön. Kid Danger? Yep. Was ist mit deinem Outfit passiert? Geht dich mal so gar nichts an, Herbert. Herbert. Sehr gut. Sag mal, was machst du? Du bist doch da, um für das Gute zu kämpfen. Dinge ändern sich. Jetzt bespreche ich Herbert mit großen Füßen. Herbert, nein, 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 ich spreche dich voll. Nein, ist das Geld. Nein, nicht an den Hals. Nein, nicht meine Hose. Nicht meine Hose. Nicht meine Hose. Nicht meine Hose. Vandell. Ist es wahr? Du hast dich abgewandt von Captain Man und willst Teil werden von der Waldogs-Revolution? Yep, das will ich. Dann roll mal den Ärmel hoch. Wieso? Zeigt ihm das Waldogs-Zeichen auf euren Armen. Oh! Zuerst testen wir die Melone. Muss ich, um Mitglied der Waldogs zu werden, auch sowas mit einer Melone machen? Her mit deinem Arm. Oh, wow. Kann ich nicht einfach auf die Bibel schwören oder sowas? Oder kann ich... Au! Oh, verflixt! Oh, echt jetzt? Ah, ich weiß. Ja. Das ist Captain Man. Das war's, Vandell. Die Sprayzeit ist vorbei. Beweis den Waldogs deine Loyalität. Es gibt nur eins, was ich zu sagen habe. Dann sag es. Ich bin so froh, dich zu sehen. Na, greift sie an! Wo willst du hin? Tut mir leid. Wir müssen dich hier behalten, bis die Cops kommen. Wirklich? Ist das die Wahrheit? Was meinst du? Dann war also alles, was du zu mir gesagt hast, bloß eine Lüge? Wir mussten euch davon abhalten, dauernd gegen Gesetze zu verstoßen. Naja, als Schauspieler hast du es echt drauf. Denn die Küsse von dir. Also ich dachte, du magst das. Und du magst mich.
Was soll das werden? Keine Ahnung, aber ich hoffe wirklich, du versuchst nicht zu fliehen, während ich mir diese coole Decke ansehe. Ja, fast. Nicht wirklich. Du wirst schon sehen. Spiele ich nämlich die richtige Abfolge von Akkorden, kombiniert mit der Tonart F-Moll und einem Des-Moll, unterlegt mit dem richtigen Funky-Beat, wird das menschliche Gehirn geöffnet wie ein durstiger Schwamm. Und dann kann ich Befehle einpflanzen durch clevere Rap-Texte, welche aus meiner Feder stammen. Ohrstöpsel! Steh auf, na los, jetzt sei nicht so faul. Schnapp dir Captain Man und hau ihm aufs Maul. Erledige es selbst, frag kein Power Ranger. Mit nem großen Stock verprügel dann Kid Danger. Ja, Little Girl, du kannst später gern flennen. Aber erst zerquetsch Kid Danger und Captain Man. Zerstör sie, beide los, puste sie weg. Für den super Songwriter Dr. Minyak. Guacamole-Fan? Ich habe hier nämlich eine ziemlich unglaubliche selbstgemachte. Hey! Wenn du meine Guacamole nicht kostest. No! Es geht mir gut. Leute, ich kann Hilfe brauchen. Wow, Charlotte, was ist denn los mit dir? Wieso bist du... Okay, Schwarz, rede du mit ihr. Was soll das werden? Psst, ich will, dass sie denkt, ich bin tot. Oh, warte. Charlotte, nein, du musst nicht auf mich zukommen. Charlotte, komm her. Kämpf mit mir. Na los, komm zu mir. Henry? Ich schaff das. Komm her. Komm zu mir. Ja, na komm. Schnell, kill die Stromzufuhr vom Fahrstuhl. Sie ist wirklich mies drauf. Okay. Hör mal, Charlotte. Au, au, au! Charlotte, was ist mit dir nur? Oh, shit. Nein, nicht sauer werden. Wollen wir uns ein Eis kaufen und... Charlotte, du hörst mir jetzt gefälligst zu. Oder wir bereden das morgen. Weißt du was? Ich schick dir eine SMS. Schwarz, runter mit der Röhre. Warte, was machst du? Ich habe die Röhre mit neuralen Neutralisierungspartikeln gefüllt. Sie kann sich nicht bewegen? Nein. Kid, geht's dir gut? Ja, ich brauch einfach nur... Nope. Charlottes komplettes Hirn ist verkrümmt worden. Verkrümmt? Und wie? Durch Musik. Du meinst durch musikalische Gehirnwindungsverkrümmung? Ich sagte, ihr gesamtes Hirn wurde durch Musik verkrümmt. Was sollte ich sonst meinen, außer musikalische Gehirnwindungsverkrümmung? Also willst du damit sagen, irgendein Song steckt in ihrem Hirn und zwingt sie, mich und Ray zu verletzen? Ja, genau. Hey, gibt es einen Weg, den Song irgendwie wieder aus Charlottes Hirn herauszusaugen? Ja, klar. Wieso? Wenn wir den Song haben, den sie gehört hat, können wir ihn rückwärts abspielen. Das war meine Idee. Hast du erst gesagt? Nein, hast du nicht. Wer hat's zuerst gesagt? Henry. Charlotte, alles okay? Ja. Oh, mein Gott, ist ja gut. Wir haben dich. Na komm schon, komm schon. Drauf. Schön vorsichtig, einen Fuß hingesetzt vor den anderen. Sind Henry und Charlotte schon wieder da? Und haben sie Henrys fieser Schwester die Hawkins-Tickets abgeluchst? Sie versuchen runterzukommen, aber dieses verrückte Gewitter scheint unsere Röhren durcheinander zu bringen.
deine kleine Schwester die 4 Tickets für das Hawkins-Konzert gegeben? Nein, sie weigert sich nach wie vor. Ich fürchte, das schreit nach Plan B. Ich befehle es euch! Lasst mich los! Ich mein's ernst! Verräter! Ray Schwartz, was ist nur los mit euch? Ihr tückischen Verräter! Ja! Seid ihr verrückt geworden? Ich weiß nicht, wer ihr zwei seid. Aber nicht die echten Henry und Charlotte. Ich beiß dir ins Gesicht und reiß dir die Kehle auf! Das würde doch niemand so sagen. Ihr werdet hier drin bleiben, während wir rausfinden, wie wir euch dorthin zurückschicken, wo ihr hingehört. Okay, Ray. Spielen wir ein Spiel. Was willst du? Moneten? Gold? Chicken Wings? Faszinierend. Ray, wie kann ich dich bestechen? Willst du eine Pizza? Neue Hosen? Ich hol dir alles, was du willst! Kit Danger! Du meine Güte, was für eine wundervolle Überraschung! Ja. Hör mal, ich hab gehört, du hast Tickets für das Hawkins-Konzert gewonnen. Also, gib sie mir! Oh, das würde ich liebend gern, aber ich habe schon 3 Freunde zu dem Konzert eingeladen. Und die anderen 4 Tickets habe ich Bedürftigen geschenkt. Wow. Was? Du bist so nett. Oh, nein, du bist nett, weil du sagst, ich wäre nett. Soll ich dir einen Kuchen backen? Ja, das fände ich toll, ey. Captain Man, du meine Güte, was für eine wundervolle Überraschung. Halt's Maul! Natürlich! Hey, ich dachte, du wolltest dir die Haare schneiden lassen. Wollte ich auch. Doch dann wurde mir klar, dass meine Frisur perfekt ist. Hast du dir die Konzerttickets geschnappt? Nein, noch nicht wirklich. Ich wollte... Tja, meine Kleine, du wirst zu einem Problem. Ja, ich verstehe schon. Tu einfach, was du tun musst. Nein! Für uns alle einen Kuchen backen? Du bist ein Weichei geworden, Kid Danger. Ich glaube, du brauchst eine doppelte Dosis Vitamin Faust. Lasst uns lieber diskutieren. Hey, kleines, nettes Mädchen, hilfst du mir mal bitte? Das würde ich ja gern, aber ich habe mich ein Leben ohne Gewalt verschrieben. Na toll. Leider muss ich jetzt los. Warte, wo willst du denn hin? Ich kümmere mich um arme Leute. Seid einfach von Zeit zu Zeit mal gemein. Ja! Yeah. Denn böse zu sein macht Spaß. Ja! Yeah. Und ihr werdet euch super fühlen. Kannst du die endlich rausschaffen? Moment, nein, nein, nein. Wartet. Bevor ich gehe... Sie hat mir meinen Puschel abgeschnitten! Hey, vergiss nicht, Ray. Für jede Revolution braucht es einen Mann mit einer Vision. Keine Ahnung, was das bedeutet. Bis dann. Ray. Willkommen zu Hause. Nun zu euch. Oh, ja. Mann. Wir wissen nicht, wo ihr herkommt. Wir wollen es auch nicht wissen. Aber ich werde euch jetzt mal was sagen. Okay. Wieso lacht ihr beide denn andauernd? Hey, John, weißt du, was ich denke? Dass ich jetzt gleich ohnmächtig werde. Ganz ruhig, halt dich einfach an mir fest. Gleich falle ich um. Du musst im Moment leben, okay? Schön atmen. Und leb in diesem Moment. Jungs, wir lieben euch beide. Dass wir das erleben dürfen.
Ich verstehe nicht, was hier los ist. Also, ich kann das erklären, dass mein Freund und ich uns entschieden haben, Verbrechen zu bekämpfen. Liegt nur daran, dass wir unbedingt so sein wollten wie ihr zwei. Ja, wir gehen vor euch beiden auf die Knie, weil wir euch verehren. Ich finde die zwei okay. Ja, ich mag sie sehr. Ja. Also, Jungs, ihr dürft euch wieder erheben. Hört zu, Jungs. Diese Superheldennummer ist eher so etwas wie... ein Notfall. Die haben einen echten Notfall reingekriegt. Wie toll, wie toll. Da muss ich rangehen, also entschuldigt bitte. Ja, kein Problem. Gehst du hin? Bleibst hier. Und was soll ich jetzt hier machen? Nein, bleib hier. Kit! Hey, Stainless Steve ist verschwunden. Was? Aber die Cops hatten ihn bereits. Ja, aber jetzt müssen sie ihn nochmal kriegen, weil er entwischt ist. Ist gut, okay. Es tut mir leid, Jungs, aber wir müssen... Dürfen wir euch begleiten? Oh, bitte. Ihr glaubt nicht, wie gern wir mitkommen. Das könnt ihr uns nicht verbieten, Jungs. Nein, das halte ich für keine gute Idee. Nein, ich würde euch dafür die Schultern massieren. Was? Nein, tut mir leid, Jungs. Warte. Du massierst mich also? Natürlich. Geschickte Hände? Ja! Dann gehen wir. Was? Was ist mein Ernst? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wenn wir bei der Aktion mitmachen dürfen, dann hätten wir beide das Gefühl, etwas Sinnvolles zu machen. Dann hat unser Leben eine Bedeutung. Naja. Na, okay, dann geht ihr jetzt rein. Ja, okay. Bitte Vorsicht, ja? Nicht, dass deinen wunderbaren Händen was geschieht. Nein, keine Sorge. Wir werden aufpassen. Okay, Mann. Nun ist es soweit. Ich liebe dich so sehr. Ja. Und was sind wir? Die Somebodies! Das ist schlecht. Hey! Was ist passiert, Leute? Das wissen wir auch nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, ich steckte in einer Rakete. Macht euch nur keine Sorgen, Jungs. Aktiviere Triebwerke. Startbereit. Könnte auch heißen... Zündung. Wiedersehen. Das ist aber hart. Rakete! Oh! Na, dann macht es jetzt gut, Captain Man und Kid Danger! Ich wünsche euch viel Spaß im Weltall! Und zwar für den Rest eures ganzen... Lebens. Du wolltest uns also austricksen? Du wolltest uns in den Weltraum schießen. Wollte ich nicht. Doch, das wolltest du. Wir haben die Rakete gesehen. Gerade weggeflogen. Ja, okay. Und was willst du jetzt dagegen machen? Echt übel, oder? Durch euch ist unser Leben völlig ruiniert worden. Wird bitte nicht dran. Sein Bein sieht ja aus wie ein Baumstamm. Und jetzt werden wir euch euer Leben ruinieren. Das ist... Kit! Kit! Hey, Kit, sag doch was. Kit? Ich denke, Kit wird jetzt noch eine Weile ein kleines Schläfchen machen. Oh, ich glaube, ich habe vergessen zu sagen, dass ich durch den Strahlensturm mit meinem rechten Arm Stromschläge austeilen kann. Ja, hast du vergessen. Nein, habe ich nicht. Ich wollte nur unsere Freunde damit überraschen. Genau. Verstehe. Deine kleine elektrische Überraschung wirkt vielleicht bei Kid Danger. Aber haut denn das auch bei einem Mann hin? Der echt unzerstörbar ist. Hey,
Zoe gewonnen. Ich habe gerade Captain Man besiegt. Okay, ich nehme Kit und du nimmst Captain Man. Wir stecken sie in die Rakete und holen uns dann den Treibstoff. Was ist mit dem Bratwurst? Ach, die holen wir uns nachher. Jetzt komm schon. Okay. Ja? Hey, wo seid ihr? Ich bin mir nicht sicher, Charlotte. Ich denke, wir sind in irgendetwas eingesperrt. Ich glaube, in einer Rakete! Rache! Ja, Rache in einer Rakete! Ich glaube, das ist eine Rakete. Es ist langsam Zeit, dass ihr ins Weltall geschossen werdet. Der war gut, Mark. Das war doch gar kein Witz. Das ist echt nicht okay. Hört zu, Jungs. Es tut uns beiden leid, okay? Was heißt das? Was tut euch leid? Wir hätten euch helfen können. Als ihr beide im Weltraum rumgeflogen seid, hätten wir was machen sollen. Aber leider haben wir das nicht. Ihr habt uns so sehr bewundert und wir haben versagt. Tut mir leid. Das finde ich sehr schön. Und du meinst das ernst? Dass ihr uns das angetan habt, tut euch also wirklich leid? Ja. Also, mir tut's nicht leid. Das reicht jetzt! Du Idiot! Wir konnten doch gar nichts dafür. Aber du hättest nur 10 Sekunden so tun müssen, als ob es dir leid tut. Dann hätten uns diese beiden Trottel hier rausgelassen. Hey, das ist doch alles nur Spaß gewesen. Es tut uns leid. Wir nehmen das wieder zurück. Alles okay. Ja, ganz ehrlich. Zu spät, Jungs. Wisst ihr, was euch beide erwartet? Schon morgen um diese Zeit werdet ihr schön um den Mond kreisen. Wollen wir jetzt mal was essen? Ja. Yeah. Tut uns nicht leid. Ich bin Harry, das neue Manhöhlenbetriebssystem. Was kann es alles? Ich tue alles für euch. Okay, Wahnsinn, oder? Sie kann einfach alles verstehen. Sie funktioniert wie ein echter Mensch in einem Computer. Sie kann Angriffe erkennen und sofort löschen, bevor sie überhaupt losgehen. Oh. Wir haben schon jemanden, der uns vor Angriffen schützt. Und der hat ein cooles Schwert namens Gerechtigkeit. Schwarz! Dein blöder Computer hat mein Schwert gelasert. Ja, weil dein blödes Schwert Jasper fast ermordet hätte. Aber Harry hat ihn davor bewahrt. Danke, Harry. Dank nicht mir, sondern lieber Schwarz. Er hat mich immerhin erschaffen. Er ist ein Genie. Oh, ich glaube, das sagst du doch zu all deinen Programmierern. Nur wenn sie süß sind. Was passiert hier? Harry? Hey, eine Frage. Was ist denn hier los? Euer dämlicher Freund ist eine Bedrohung für die Manhöhle. Er muss ausgeschaltet werden. Was habe ich getan? Doch nicht du. Der Kerl mit dem Schwert. Meinst du, ich? Ja. Also erstmal, Zuckermäuslein, bin ich keine Bedrohung. Und der zweite Punkt ist, dass ich mal deine Schaltkreise aufschlitze. Oh, oh, oh. Hey, oh, oh. Nein, 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 bitte nicht! Nein, der Wahnsinn, hey, aufhören! Hey, hör auf!
soll was? Du hast doch versucht, Ray zu töten. Er ist eine Bedrohung für die Manhöhle und er muss ausgeschaltet werden. Was? Nein, da irrst du dich. Er ist keine Bedrohung, sondern der Boss, okay? Dankeschön. Er ist schon manchmal etwas leichtsinnig und trifft dumme Entscheidungen. Aber Swellview wird von ihm beschützt und wir brauchen ihn hier unbedingt. Seid ihr alle ihrer Meinung? Ja. Ja, sind wir. Ja. Dann seid ihr alle eine Bedrohung und müsst ausgeschaltet werden. Verschwindet. Niemals! Ja! Was aktiviere Röhrensaugprotokoll. Das kann man nicht machen. Ja. Erhöhte Saugleistung 300%. Ja. Erhöhte Saugleistung 600%. Ja. Und hiermit erkläre ich uns zu Mann und Computer-Ehefrau. Mazel-Tov! Schwarz! Hey, Henry, wo wart ihr beide denn? Hast du Helly geheiratet? Ja, und jetzt habe ich ihren Nachnamen. Und nun heiße ich Schwarz, Seriennummer 175, stimmt's? Geh von dem Würfel weg, Schwarz. Wieso denn? Weil deine süße Computer-Ehefrau uns eliminieren wollte. Ja, und sie saugte uns aus der Manhöhle weg. Nein, das ist doch Unsinn. So etwas würde Helly nie tun. Sie ist eine... Hör endlich auf zu reden. Jetzt wird das Ding zertrümmert. Ja! Yeah! Aktiviere Schwerkraftstrahl. Helly, was ist hier passiert? Standardschwerkraft wurde erhöht. Sie können sich nicht bewegen. Schwarz, hilf uns bitte, Schwarz! Nun eliminiere sie doch schon. Und dann machen wir unsere Flitterwochen wie geplant in Harrisburg. Ach, Helly, dass wir beide heiraten, war schon immer mein Traum, seit ich dich heute früh programmiert habe. Aber du hättest mich nicht darum bitten sollen, meine Freunde umzubringen. Sie zerstört. Ja. Danke, Mann. Freunde sind wichtiger als Computer, na, hab ich recht? Hey, das habe ich mir noch nie überlegt. Hallo, Kid Danger. Neighborville braucht einen neuen Helden und er könnte es mit Sicherheit du sagen. Ja. Langweilig ist er aber überhaupt nicht. Und nun sieh mal, ich möchte dir jetzt deine eigene Danger-Höhle zeigen. Und durch deine Mitbewohner wirst du nie einsam sein, denn da sind deine Teamleader. Wen interessiert Cheerleader? Das kann ich dir gern verraten. Kid Dangers neuer Sidekick. Hallo, Lil Dynamite! Hi, Sir. Darf ich Sie überall hin begleiten und Ihnen sagen, wie toll Sie sind? Aber furchtbar gern, na klar. Okay, wow, großartig. Ich finde Sie toll. Du hältst jetzt deine Klappe, hast du gehört? Ja, super. Ich habe eine Überraschung. Hey, sag mal, was würdest du denn von so einer... Statue halten. Also das reicht, finde ich. Ja, finde ich auch. Eine Statue. Den Job solltest du annehmen, Henry. Wer ist Henry? Ach, Käse. Ich glaube, er. Wo bleibt denn bloß der Gedächtnislöscher? Ich sag nein zum Job. Ach, echt? Obwohl du dich doch mit Swellview gar nicht mehr so verbunden fühlst? Ich fühle mich mit Swellview nicht mehr verbunden? Ja, ich sehe keine Verbundenheit mehr. Ich bekomme keinen Abschluss, weil ich mich mit dem Job verbunden fühlte. Oh, meine Freunde gehen weg und ich bleib hier in Swellview, damit ich als Sidekick dieser Stadt helfen kann. Ja, genau. Ich war so mit Helfen beschäftigt, dass ich mich vergessen habe. Du hast geschworen, diese Stadt zu verteidigen. Da war ich 13 Jahre alt. Na und? Und jetzt habe ich keine Lust mehr. Wahrscheinlich, weil du Angst hast, dich hier mit mir in Swellview langweilen zu müssen. Was hast du vor? Kündigen. Ja.
Freunde. Ich bin Henry Hart. Und ich war einmal Kid Danger. Ach, und Ray? Was ist? Ich bin größer als du. Sir, können Sie mich nach Hause fahren? Okay, gleich wird das Gedächtnis gelöscht sein. Das Gedächtnis der anderen zu löschen, haben Sie absolut super gemacht. Oh, danke schön. Aber mich könnten Sie ja vielleicht auslassen. Dürfte ich gehen? Oh, na gut, verschwinde. Danke vielmals, Sir. Bitte raus! Oh, was für ein netter Kerl. Ich war so tolle Gabe. So, guten Morgen, Kinder. Ich zaubere hier gerade Flapcakes. Hey, isst ja nicht seine Flapcakes. Hat jemand von euch Hunger? Ja, ich verhungere gleich. Was ist denn los? Nein. Bis auf den Namen habt ihr meine Manflaps immer sehr gemocht? Ja, ja, klar, die lieben wir auch. Bis auf den Namen. Ja, bis auf den Namen, aber wir waren gestern nicht bei deinem Kinoabend und dafür wollten wir uns bei dir entschuldigen. War das gestern? Ah, dann habe ich den auch vergessen. Aus diesem Grund gibt's auch 5 Mitglieder bei Danger Force. Ja. Wie meinst wie du das? Wie jetzt? Es gibt 5 bei Danger Force. Vielleicht lasst ihr mich ja im Stich, könnte doch mal passieren. Dann habe ich noch jemand, der sich um mich kümmert. Und wer ist das 5. Mitglied bei Danger Force? Sir, Lil Dynamite meldet sich zum Dienst. Sind die Manflaps fertig? Ist doch ein ganz toller Name, oder? Manflaps. 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 Klingt doch lecker, oder? Schmolzener Plutoniumkern und das Abschaltventil im Reaktor. Irgendjemand muss da rein und es zudrehen. Und zwar sofort. Aber dann wird man doch geschmolzen. Aha, hier. Bestimmt. Dann opfer ich mich fürs Was? Team. Nein, ich bin's doch wohl. Aber das bin ich euch schuldig. Ihr wart alle so nett zu mir. Wir sind ja auch nicht wütend auf dich. Wir sind wütend auf Captain Man. Ja, weil er echt ein Idiot ist. Wir warten auf Captain Man. Er ist ja geschützt. Bestimmt kann er da reingehen und die lange Version von Blinding Lights auf der Kita spielen. Ja, weil er ein absoluter Idiot ist. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Der Zeiger steht schon auf geschmolzen. Ich werde mich ins Man-Nest teleportieren. Und wenn Captain Man da ist, dann komme ich mit ihm hierher. Ja, ist okay. Also, Lil Dynamite, das ist zwar sehr mutig, was du vorhast, aber... Wünsch mir Glück, Madams und Sirs. Hab ich alle gerettet? Hör zu, dein Heilanzug wurde gesappt und jetzt funktioniert er nicht mehr. Welcher Heilanzug? Den Shoutout in deinem Zimmer gefunden hat. Der war die Rettung für Lil Dynamite. Den Anzug habe ich entworfen, damit ich als Superheld an Missionen teilnehmen kann. Und damit war ich 20 Jahre beschäftigt. Und funktioniert er? Trägt ihn jetzt etwa Lil Dynamite? Ja, leider. Dann stöpsel ihn nicht ein. Schon geschehen. Okay, dann dürfte ihr ihn nicht zappen oder irgend sowas. Das hat sie schon getan. Okay, wenn er in letzter Zeit keiner Strahlung ausgesetzt war, dann glaube ich, dass es irgendwie noch geht. Bis dann. So ein Mist. Hey, hier ist es gerade problematisch. Hör mal, ob du mich jetzt anbrüllst oder nicht, das ändert nichts daran, dass ich den Zwerg benutzt habe, weil ich euch eifersüchtig machen wollte. Versteht ihr? Wie bitte? Du hättest doch einfach sagen können, dass du dich von uns verletzt fühlst. Stattdessen hast du dir einen blöden Plan überlegt. Nein, ein Racheplan. Damit wir eifersüchtig Hat werden. Funktioniert. Jetzt fühlt sich aber der echt netteste Junge der Welt verletzt. Lil Dynamite? Dieser kleine Schlammer? Oh, meine Güte. Moment. Es war wirklich nie mein Plan, ihn zur Danger Force zu lassen. Ich wollte euch damit bloß eine Lektion erteilen. Danach hätte ihn das Chestmonster gefuttert. Gute Idee, ich hab Hunger. Hey, wartet mal, wer das ist. Hey, hey. Liebe Freunde, ich bin Lil Dynamite. Ich sage zu allen Männern Sir und spiele mittelmäßig Blinding Lights auf der Kita. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Oh, das klingt ziemlich echt. Wer... Na, wie geht's, Partner? Ich glaube, wir zwei haben etwas zu besprechen. Ach ja, haben wir das? Es tut mir leid, aber einiges kann ich einfach nicht verstehen, was ich über mich gehört habe. Aber ich sagte auch, dass ich dich unbedingt adoptieren möchte. Bei den vielen Beleidigungen ist das untergegangen. Was Sie über mein Kitaspiel sagten, tut mehr weh, als ich zugeben möchte. Ach, weißt du, ich glaube aber, dass wir Battle of the Bands gewonnen hätten. Und nun geht zur Seite, Danger Force. Nein! Oh ja, was sagst du dazu, mein Freund, hä? Ich hatte gar nicht vor, dich zu adoptieren! Das reicht! Machen wir denn jetzt den Kinoabend?
Oder wir holen uns ein paar Würstchen. Da ist ein super Laden in meiner Nähe. Hey, wo warst du denn? Ich habe Lil Dynamite auf die andere Seite des Mount Fairview teleportiert. Das heißt, so schnell wird er nicht wiederkommen. Aber wenn der Anzug Jetstiefel hat... Ah, na, das ist ja interessant. Oh. Ich werde mich an Captain Man rächen, das schwöre ich. Ach ja? Na, dann komm doch mal her und lass uns tanzen. Ich komme wieder, wenn die Force Kids nicht dabei sind. Pff, Unsinn, ich kann mich selbst beschützen. Ich komme, wenn sie nicht mit mir rechnen. Wenn sie schlafen, wenn sie duschen oder wenn sie beim Duschen schlafen. Oh Mann, es ist einfach super, unter der Dusche einzuschlafen. Die gnadenlose Rache wird mein sein. Der ist ganz okay. Er hat dir doch aber eben Rache geschworen. Okay, Bo, setz ihn auf die Liste. Ja, das tue ich gern, Sir.